Heute mal wieder ein Movie von mir. Wenn euch meine Movies gefallen sollten und ihr immer wissen wollt, wenn ich online gehe oder was am neuesten, was hier so in Pattaya los ist, wäre es natürlich am günstigsten, ihr lasst ein Abo da und betätigt die Glocke, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. So, ja. Es soll heute mein nächtliches Informationsmovie wieder mal werden. Er wird nicht so lange. Es ist nur so, wir haben ja Ferien gehabt, also wir haben immer noch Ferien. Und in 14 Tagen geht's los und dann wird der Kanal wieder ganz normal laufen. Es ist im Prinzip so, dass wir... Ich habe euch das erklärt in den Movies, dass wir Schwierigkeiten haben mit der Schwester hin und her. Also wir haben nicht mit der Schwester Probleme, die Schwester ist schon ganz liebe, eigenartig, aber lieb. Und wir wohnen jetzt hier und so haben wir das am besten geregelt. Es ist natürlich so, jetzt in der nächsten Zeit müssen wir noch viele, viele Sachen machen. Wir haben auf jeden Fall Internet, wir brauchen hier Internet. Dann bauen wir einen Computertisch und dann werden wir mit dem Computer uns was einfallen lassen. Das werden wir sehen, wie wir das noch machen. Es gibt so noch ein paar Heidenarbeiten, die wir hier erledigen müssen. Es ist so, dass ich das alles lieber mit Otto mache und deswegen werden wir jetzt langsam wieder anfangen, Movies zu machen. Es ist im Prinzip so, wir wohnen jetzt hier. Otto geht hier zur Schule. Hier ist immer alles ein bisschen angenehmer. Zum Beispiel, wir haben jetzt, wie gesagt, Internet, Muay Thai und meine sportlichen Aktivitäten. Wir müssen mal gucken, was das alles so im Monat kostet, dass wir das auch erreichen können. Nicht, dass wir irgendwo anmelden und nach 2 Monaten feststellen, das wird nichts. So, deswegen nehmen wir uns die 14 Tage jetzt noch ein bisschen Zeit, wir machen schön smooth, schön easy und versuchen das alles zu regeln, so dass ich Mitte Mai anfangen kann, wenn Otto in die Schule geht. Es sollte dann so sein, dass ich Otto um 8 in die Schule bringe, also um 7 werden wir losfahren, dann ist 7:30 dort. Und dann habe ich immer meine gewisse Freizeit, wo ich YouTube machen kann, wo ich meinen Sport machen kann, wo ich alles machen kann, wo ich mich um den Computer kümmern kann und, und. Deswegen werde ich mir jetzt von mir einfach noch ein bisschen Zeit nehmen, nicht jeden Tag ein Movie, aber ab Mitte Mai, wenn Otto in die Schule geht, da habe ich mehr Zeit, da werde ich auch mich um den Computer kümmern. Wir müssen jetzt erstmal Internet und alles machen. Wie gesagt, habe ich euch ja eben erklärt, und das dauert noch ein paar Tage, aber ich mache weiter. Es ist im Prinzip so, ich denke mir so, dass ich doch schon ein paar Verpflichtungen habe, einigen Leuten gegenüber hier bei YouTube, vor allen Dingen, die mich immer unterstützen, und deswegen werden wir da auch erstmal nicht aufhören. Ich will natürlich wissen, andersrum, es ist natürlich schön zu wissen, dass sich da Leute interessieren, wie das alles läuft, wie wir das alles packen, wie wir das alles reißen. Und für die Leute machen wir einfach weiter. So, ansonsten, wie gesagt, Otto schläft gerade noch. Wir werden nachher nochmal in die Sauna schön gehen, werden noch schön relaxen. Vorher werden wir nochmal wegen Internet fahren. Wird hier wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil wir hier einfach nicht Internet reinlassen können. Es ist ein Konto und ja, der Kontoinhaber hat da noch ein bisschen was zu sagen. Deswegen müssen wir das mal gucken, wie wir das alles handeln. Es wäre natürlich am günstigsten, meine Frau wird mal eine Woche herkommen, aber wir backen das aber alleine. So einfach ist das. So. Ansonsten, wie gesagt, in der Schule ist natürlich wieder ein bisschen, also sie haben ihn schon genommen, ist alles bezahlt, wir haben alles fertig gemacht, wir müssen ja die Schuluniform neu kaufen und, kam, was habe ich heute bezahlt, 5.630 Spat, da ist eine Liegematte dabei,
und noch so ein paar Sachen, aber das könnt ihr euch übermorgen angucken. Ansonsten würde ich sagen, ja, wir laden die Movies noch schnell hoch und dann geht's ganz normal weiter. Ich bin an für sich mit der Schule erstmal sehr zufrieden. Ich habe mich auch schon mit der Lehrerin unterhalten, obwohl die Lehrerin wieder gar kein Englisch kann. Ist ja die Englischlehrerin. Also wir werden sehen, wie wir das irgendwie reißen. Ich bin da ganz zuversichtlich und somit geht es einfach weiter. Es wird noch ein bisschen holprig die nächsten 14 Tage, aber ab dann sollte es wieder ganz normal losgehen. So, ansonsten würde ich sagen, das war es halt erstmal. War ja nur ein kleiner Zwischenbericht. Uns geht es saugut. Ich muss aber ehrlich sagen, dass mir das immer mal gut tut, mal so einen Monat gar nichts zu machen. Es ist natürlich wie immer so, ich bin völlig zufrieden mit meiner Community. Alles liebe, nette Leute. Also da will auch keiner ein böses Wort verlieren. Aber wir müssen immer mit den Doofen rechnen. Und ja, was soll ich dazu sagen? Die stören mich schon, die schwirren immer mal ein bisschen im Kopf rum. Ansonsten müssen wir das irgendwie hinkriegen. Mit Twitch, da werde ich mich nochmal komplett äußern. Ich werde ein ganzes Movie über Twitch machen. Twitch, es sieht sich einfach nicht in der Lage, mich freizuschalten. Warum, weiß ich nicht. Ich würde mal sagen, wenn man an Twitch kein Interesse mehr hat, mit mir Geld zu verdienen, dann lassen wir das einfach. Ich werde darüber nochmal ein ganzes Movie machen, weil ich habe hier an sich kaum Chancen. Ich kann ein paar E-Mails hinschreiben, aber da kommen immer nur vorgefertigte E-Mails zurück und das ist alles Bullshit. Und ja, wenn Twitch der Meinung ist, er muss so mit seinen Affiliatenleuten umgehen, wenn man ein Drittel der Belegschaft schon mal entlassen muss, dann würde ich sagen, Twitch, weiter so. So, also, wir warten auf eine neue Plattform. Ansonsten würde ich sagen, gehen halt schöne Grüße raus. Ich würde sagen, ich schicke mal schöne Grüße raus an Elite Visa. Ich weiß, du hilfst mir immer und das sollte auch wieder so sein, wie das alles ist. Aber ich habe manchmal keine Kraft, ständig an Twitch zu schreiben, macht mich bitte frei, da. Und Twitch, ich schicke mir immer nur vorgefertigte Nachrichten zurück. Ich kann es nicht ändern, es ist alles so wie es ist und somit müssen wir leben. Also ich würde sagen, schöne Grüße, werden wir schon irgendwie wieder hinkriegen, ich werde natürlich auf Kick weitermachen. Und somit, ja, würde ich sagen, in 14 Tagen läuft alles wieder so, wie es sein soll. In dem Sinne, bleibt mir gesund, bleibt mir treu und guckt zahlreich. In dem Sinne, werdet alle glücklich. Alle. Bis wieder, euer Tattoo-Man. Bye, bye.